Achtung, dieses Video ist eine Parodie und dient lediglich zur Unterhaltung. Außerdem wird das Thema Suizid behandelt. Falls ihr oder ein Bekannter von euch unter suizidalen Gedanken leidet, wendet euch an die Telefonseelsorge 0800 3x1 0 3x1. Das Marienkrankenhaus ist ein ziemlich großes Krankenhaus mit den besten Ärzten und Krankenschwestern, die die Welt je gesehen hat. Alle ziehen an einem Strang, um Menschenleben zu retten. Vor einigen Tagen wurde dieses eingespielte Team durch eine Krankenschwester in Ausbildung bereichert, Stefanie Keller. Dr. Berling verlässt gerade ein Patientenzimmer, als Paul, ein schlaksiger, rothaariger Putzmann, aufgebracht auf ihn zugerannt kommt. Er hat noch seinen Wischmopp in der linken Hand und fuchtelt mit ihm, während er spricht, herum. Dadurch verteilt er Spritzwasser im ganzen Flur. Dr. Berling! Dr. Berling! Sie schon wieder? Was ist denn? Ich habe gerade die Flure im vierten Stock geputzt. Vor Zimmer 666 ist eine riesige Blutlache. Das ist doch ein Witz! Wie soll ich diese jemals wieder wegwischen? Ist jemand verletzt? Ich weiß es nicht. Ich darf die Zimmer nicht betreten, wenn jemand dort liegt. Das wissen Sie doch. Ich muss sofort hin. Danke. Gerne, Doc. Nicht umsonst arbeite ich in einem Krankenhaus. Silke! Dr. Berling eilt direkt los und Silke, die seinen Ruf gehört hat, kommt aus einem Raum auf ihn zugerannt. Ja, Dr. Berling? Wer liegt auf Zimmer 666? Dennis Teufling. Wieso? Vor seinem Zimmer wurde eine riesige Blutlache gefunden. Was? Oh mein Gott, Dr. Berling! Seine Schwester sagte uns, sie habe den Verdacht, Herr Teufling sei suizidgefährdet. Aber ich dachte, sie sei nur paranoid. Schnell, Silke! Die beiden schauen sich besorgt an. Dann rennen sie los, um der Sache nachzugehen. Was ist nur passiert auf Zimmer 666? Im Marienkrankenhaus, da arbeitet man durchaus härter als nur hart und bleibt doch immer stark. Dr. Berling, der gibt niemals auf und hilft den Menschen dort zuhauf. Seht ihr Blut, kriegt ihr weiche Knie, doch auf keinen Fall Stefanie, doch auf keinen Fall Stefanie. Silke und Dr. Berling rennen so schnell sie können die Treppe hoch und den Flur entlang, bis sie vor dem Zimmer völlig erschöpft ankommen. Wie Paul sagte, ist vor dem Zimmer eine Blutlache, die unter der Tür auf den Flur fließt. Silke und Dr. Berling sehen sich bedeutungsvoll an. Sie nickt dramatisch und der Arzt öffnet die Tür. Sie machen einen großen Schritt über das Blut, doch sie können keinen Ursprung ausmachen, bis Silke in das Badezimmer blickt und aufschreit. Ah! Dr. Berling! Da! Sie zeigt auf den bewegungslosen Körper von Herrn Teufling, der auf dem Badezimmerboden in Spiegelscherben mit dem Gesicht nach unten liegt. Sofort fängt sie an zu schluchzen. Dr. Berling nimmt sie liebevoll in den Arm. Es ist alles meine Schuld. Ich habe die Warnung der Schwester nicht ernst genommen. Yvonne? Ja? Wieder meldet sich der Regisseur zu Wort. Kannst du die Warnung der Schwester mehr in den Vordergrund stellen? Kannst du danach bitte noch dum 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 sagen? An sowas habe ich auch schon gedacht. Wie wäre es denn, wenn ich wie eine Sirene heule? Brillant. So sollte die Zusammenarbeit aussehen, Sven. Und Action! Ich habe die Warnung der Schwester nicht ernst genommen. Nein, Silke. Sie haben keine Schuld. Dr. Berling tritt an den Körper heran und legt zwei Finger an die Halsschlagader. Er ist tot. Dr. Berling, was sollen wir jetzt tun? Naja, wir können nichts mehr tun, außer die Polizei zu rufen. Die wird sich darum kümmern müssen. Dr. Berling verlässt den Raum, um die Polizei anzurufen. Silke bleibt zurück und beugt sich über die Leiche. Ihre Tränen tropfen auf die Leiche und verdünnen das Blut. Es tut mir so leid.
Eine Stunde später ist die Polizei da und beginnt direkt mit ihren Untersuchungen. Auch die Schwester von Dennis Täufling wurde über seinen Tod informiert. Sofort macht sie sich auf den Weg ins Krankenhaus. Sie kommt tränenüberströmt an. Eine kleine Frau mit einem knallpinken Kleid mit zerzausten, langen, lockigen, braunen Haaren sitzt an der Rezeption und begrüßt Frau Täufling. Einen wunderschönen und süßen guten Tag. Wo ist mein Bruder? Wie heißt Ihr Bruder denn? Dennis Täufling. Er ist heute gestorben. Ich weiß. Aber der Tod ist nur die Grenze des Lebens, aber nicht die der Liebe. Bitte, ich will zu ihm. Das können Sie leider noch nicht. Aber die Polizei wartet schon auf Sie. Sie möchte mit Ihnen reden. Schwester Stefanie bringt Sie zu Ihnen. Stefanie! Stefanie kommt angelaufen und begleitet Frau Täufling in eine Abstellkammer, die die Polizei als provisorischen Verhörraum umgebaut hat. Dort warten bereits zwei Polizisten auf sie. Als Frau Täufling den abgedunkelten Raum, der nur von einer kleinen Lampe auf dem Schreibtisch beleuchtet wird, betritt, dreht sich einer der Polizisten auf seinem Drehstuhl langsam und quietschend um. Wir haben Sie erwartet. Guten Tag, Frau Täufling. Bitte setzen Sie sich doch. Kaffee? Der zweite Polizist reicht Frau Täufling einen Becher mit Kaffee, aber der andere greift danach. Danke. Frau Täufling, Sie wissen wohl, warum Sie hier sind, oder? Oder? Ich nehme an, Sie wollen mich befragen, da mein Bruder gestorben ist. Wir haben Ihren Bruder gar nicht erwähnt. Wissen Sie mehr als wir? Sind Sie vielleicht sogar schuld an seinem Tod? Nein, wie können Sie das nur denken? Entschuldigen Sie meinen Kollegen. Er übertreibt die Polizistenrolle immer etwas. Frau Täufling, erzählen Sie uns bitte etwas über Ihren Bruder. Er war der liebste und beste Bruder der Welt. Aber als mein Bruder 10 Jahre alt war, sind unsere Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Es hatte stark gewittert und sie sind auf der Autobahn durch Waterboarding, Aquaplaning ins Schleudern geraten und haben sich mehrmals überschlagen. Seitdem ist er nicht mehr er selbst gewesen. Er hat nie mehr gelacht. Das schmerzt mich bis heute. Ich hätte für ihn da sein sollen. Sie sind nicht schuld, Frau Täufling. Der Tod öffnet unbekannte Türen. So heißt es in einem Disney-Animationsfilm. Spinnst du? Es heißt, Liebe öffnet Türen. Während die zwei Polizisten sich über dieses Filmzitat streiten, bricht Frau Täufling erneut in Tränen aus. Einige Stunden später sind die Polizisten mit ihren Ermittlungen fertig. Sie sprechen mit Frau Täufling, Dr. Werling und Silke im Zimmer 666 über ihre Ermittlungen. Nun, Frau Täufling, Frau Braun und Dr. Berling, wir sind mit unseren Ermittlungen am Ende. Wir sind der Annahme, dass es sich um Selbstmord handelt. Stefanie läuft gerade den Gang entlang und hört diese Wortfetzen. Sie bleibt an der geöffneten Tür des Zimmers stehen und späht hinein. Wir gehen davon aus, dass Herr Täufling den Spiegel im Badezimmer zerbrach und sich damit vorsätzlich die Füße aufgeschnitten hat. Eindeutig Selbstmord. Tut mir leid, Frau Täufling. Stefanie tritt entgeistert in den Raum. Entschuldigung, ich habe gerade Ihr Gespräch belauscht. Ich denke nicht, dass es Selbstmord war. Bitte, Stefanie, das sind die Spezialisten. Zweifeln Sie etwa an der Polizei? Ich kannte Herrn Täufling gut. Er hat mir in einem Vier-Augen-Gespräch einiges anvertraut. Unter anderem hatte er eine Reise nach London für seine Schwester und ihn als Geburtstagsgeschenk für sie besorgt. Er litt auch nicht an Depressionen, wie viele dachten. Er war bei einem Psychiater und dieser hat bei ihm das Asperger-Syndrom festgestellt. Daher hatte er Probleme, mit Emotionen klarzukommen, war aber nicht in der Lage, sie zu empfinden. Er war ein lebensfroher Mensch, dem nur Schreckliches widerfahren ist. Des Weiteren, bitte meine Herren, das können Sie besser. Keiner würde bei einem Selbstmord sich die Füße aufschneiden. Die meisten würden sich doch eher die Pulsadern aufschneiden. Ich sage Ihnen, was passiert ist. In Herr Täuflings Bad ist der Spiegel aus noch nicht geklärten Gründen zersprungen. Ich vermute, dass er auf die Toilette musste, die Scherben nicht gesehen hat und hineingetreten ist.
Herr Teufling litt zudem an der Bluterkrankheit, wie Sie seiner Akte entnehmen können. Deshalb haben ihn diese Schnittwunden verbluten lassen. Aber wieso hat er keine Hilfe geholt? Sehen Sie hier. Steffi hebt ein abgetrenntes Kabel auf. Das Kabel des Notfallschwesternrufknopfes wurde bei dem Aufprall des Spiegels zerschnitten. Dadurch konnte er leider keine Hilfe holen. Keiner trägt also Schuld an seinem Tod. Es war ein Unfall und kein Selbstmord, denn keiner würde den Notfallschwesternrufknopf zerstören, wenn er sich selbst umbringen möchte. Wow! Gute Arbeit, Stefanie. Wieso ist uns das nicht aufgefallen? So ist sie eben, unsere Stefanie. Immer für eine Überraschung gut und allzeit bereit. Aber ich dachte, sie sei nur verkackt. Richtig. Wir können nichts mehr tun, außer die Was war das? Herr Teufling litt zudem an der Bluterkrankheit, wie Sie seiner Akte entnehmen können. Deshalb haben ihn diese Schnittwunden. Silke, die seinen Ruf gehört hat, kommt aus seinem Zimmer? Dr. Berling hat ein eigenes Zimmer. Und kein Selbstmord, denn keiner würde in den Notfallen Schwester rufen. Eine Stunde später ist die Polizei da und bedingt